Wie wir ja alle mittlerweile wissen, wird Diablo 4 eine Open World haben und zeitgleich wird diese Open World auch eine Shared World sein. Das bedeutet, dass wir in dieser eben auch auf andere Spieler treffen können. Aber was bedeutet das jetzt für reine Einzelspieler, die Diablo ganz alleine für sich genießen wollen? Wird dies möglich sein oder werden wir gezwungen, mit anderen Spielern zu spielen? Und wenn wir alleine spielen, wie schaut das Ganze dann aus? Diese Fragen beantworte ich euch in diesem Video. Zuerst einmal kann ich Entwarnung geben, denn Diablo 4 könnt ihr wie seine Vorgänger auch ohne die Hilfe von anderen Spielern ganz alleine für euch durchspielen. Koop spielen müsst ihr also nur, wenn ihr es auch wirklich wollt und euch dementsprechend flaggt oder eben andere Spieler in euer Spiel einladet. Aber da Diablo 4 eine Shared World ist, werden wir auch unumgänglich auf andere Spieler treffen, auch wenn wir mit diesen nicht interagieren müssen. Die Open World von Diablo unterteilt sich in 5 Regionen und ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel werden wir damit gezwungenermaßen auch andere Spieler sehen. Das bedeutet aber nicht, dass uns ständig Leute über den Weg laufen, wie es zum Beispiel in MMOs wie WoW der Fall ist. Ballungsgebiete sind natürlich die Städte. Diese dienen wie in anderen Spielen auch, als Beispiel sei hier Destiny genannt, als Social Hubs. In den Städten werdet ihr also definitiv auf andere Spieler treffen und dort wahrscheinlich auch in einer größeren Menge. Auch kann es sein, dass ihr in den 5 Regionen in der Oberwelt auf andere Spieler trefft. Blizzard hat hier aber zugesichert, dass die Serverstruktur so aufgebaut ist, dass die Anzahl an Spielern, die pro Server unterwegs sind, nie so groß sein wird, dass man ständig anderen Leuten über die Füße läuft. Aber wer das Spiel als Einzelspielererlebnis außerhalb der Städte erleben möchte, wird auch nicht von anderen Spielern überrannt werden. Vielleicht sollte man dazu noch sagen, dass gerade jetzt in der Beta und zum Release natürlich besonders die Anfangsgebiete überlaufen sein werden. Wenn das Spiel dann erstmal eine Weile draußen ist und sich die Spieler verteilen, wird es aber auch dementsprechend leerer in den Regionen. Definitiv alleine unterwegs werdet ihr in den Story-Missionen und in den Dungeons sein. Das natürlich nur so lange, wie ihr keine anderen Spieler einladet. Aber wenn ihr in Dungeons geht und eben keine Gruppe habt, werdet ihr dort auch alleine unterwegs sein. Genauso in den Story-Missionen. Und das, finde ich, ist ein ziemlich wichtiger Part des Ganzen, denn gerade diese möchte man ja beim ersten Durchspielen auch in Ruhe erleben und vielleicht auch ein bisschen was von der Lore mitbekommen. Einen kleinen Haken gibt's allerdings an der Sache, denn nur das erste Mal, wenn ihr die Story-Mission durchgespielt habt, werdet ihr dies alleine tun können. Danach öffnet sich das Gebiet, in dem die Story-Mission stattgefunden hat, für alle Spieler. Das bedeutet, pro erschaffenem Charakter werdet ihr eben nur beim ersten Mal Spielen der Story-Mission das Gebiet, in der diese Story-Mission stattfindet, auch alleine erleben können. Aber seien wir mal ganz ehrlich, spätestens ab dem zweiten oder dritten Mal Spielen einer Story-Mission klicken wir uns eh durch Dialoge durch, weil wir diese dann schon kennen. Und da Diablo seit jeher ja schon darauf ausgelegt ist, Gebiete wieder und wieder durchzuschnetzeln bzw. mit immer neuen Charakteren das Ganze anzugehen, hat man irgendwann auch die Story gesehen. Von daher finde ich so, wie es ist, eigentlich ganz gut, dass man eben beim ersten Spielen der Kampagnenmission dort seine Ruhe hat, in Ruhe Dialoge und vielleicht auch Cutscenes schauen kann und danach mit anderen Spielern in dem betreffenden Gebiet unterwegs ist. Aber wie gesagt, andere Spieler können auch getrost ignoriert werden, wenn man mit diesen nichts zu tun haben möchte. Das bedeutet aber nicht, dass man tatsächlich alles in Diablo 4 alleine machen kann. Zwei große Ausnahmen, bei denen ihr definitiv andere Spieler braucht, gibt es nämlich. Das sind zum einen die Weltenbosse. Weltenbosse sind richtig harte Brocken und für die braucht man in der Regel, wenn man nicht schon völlig overpowered ist, eine Gruppe. Das bedeutet, wenn ihr auf euren Reisen so einem Weltenboss begegnet und andere Spieler auch an diesem Weltenboss unterwegs sind, dann werdet ihr zusammen auf diesem Weltenboss einhauen können. Auch sowas kennt man bereits aus anderen Spielen. Nehmen wir wieder das Beispiel von vorhin, Destiny. Wenn ihr dort in der offenen Welt unterwegs seid und ein Event stattfindet, werdet ihr auch mit den Spielern, die dort vor Ort sind, kurzzeitig sozusagen in eine Gruppe gefasst. Dann erledigt ihr den Event und danach geht ihr alle wieder eurer Wege. Also spätestens an den Weltenbossen wird es unumgänglich sein, mit anderen Spielern zusammenzuspielen. Dafür gibt es bei den Weltenbossen dann aber auch richtig dicken Loot.
Eine andere Sache, für die ihr definitiv andere Spieler braucht, und das sollte auch einleuchten, sind die Felder des Hasses, also die PvP-Gebiete. Der Begriff PvP, also Player vs. Player, impliziert ja schon, dass man eben gegen andere Spieler kämpft. Also wird das natürlich solo auch nicht möglich sein. Aber ich denke, gerade Spieler, die wirklich das Spiel als Einzelspieler genießen wollen, sind in der Regel eh nur PvE-Spieler und damit wäre PvP sowieso nicht interessant. Wenn ihr noch Details zum PvP-Modus in Diablo wollt, zu dem Thema habe ich bereits ein Video hier auf dem Kanal. Das könnt ihr euch anschauen und dann eben selber entscheiden, ob PvP was für euch ist oder nicht. Zu guter Letzt sei noch gesagt, dass man um diesen Aspekt der Shared World auch nicht drumherum kommt, da Diablo 4 ein Always-Online-Spiel ist. Also wird man auch als hartgesottener Einzelspieler damit leben müssen, dass einem ab und zu mal andere Spieler über den Weg laufen. Wenn sich die Spieler allerdings, so wie Blizzard es beschreibt, gut in der Welt verteilen, man also nicht alle 3 Sekunden einem anderen Spieler über den Weg läuft, dann finde ich das Ganze gar nicht so schlimm. Gut, die Städte werden wahrscheinlich ziemlich voll sein, aber das ist meines Erachtens okay, weil man da eh nur unterwegs ist, um eben Loot zu verkaufen, zu reparieren und so weiter und so fort, was man eben in den Städten macht. Und die Leute, die an Gruppen interessiert sind, können da dann vielleicht auch Freundschaften fürs Leben knüpfen. Was ist eure Meinung zur Shared World? Schreckt euch das Ganze so sehr ab, dass ihr Diablo 4 nicht anfasst? Oder findet ihr vielleicht sogar, dass eine Shared World ganz gut zu Diablo passt? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit allem zu Diablo 4 versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.